Hey Leute, ignoriert diesen weißen Fleck in meinem Gesicht. Ich bin gerade mit Micha am Musik produzieren. Heute Abend um 20 Uhr streamen wir unser neues Projekt mit Trimax gemeinsam. Das ist die letzte Folge. Smack den Like-Button nach oben und ich würde sagen, wir sehen uns heute Abend gegen 20 Uhr. Machen wir mal 20.30 Uhr. Ja, 20.30 Uhr auf Twitch, meine Freunde, ihr wisst Bescheid. Neues Minecraft-Projekt mit Trimax und Rumatra. Bis dann. Tschüss. Letztes Mal ist ja das Haus von Rumatra abgebrannt. Hä, wann? Wegen dem Kamin, ne? Ja, wegen des Kamins. Das ist so dumm, Junge. Ist halt auch dumm, ein Kamin vor einen Baumwolleteppich und ein Holzhaus zu bauen. Das ist halt absolut dumm gewesen, Rumatra. Da musst du halt derbe aufpassen, Rumatra, ne? Es ist alles verbrannt! Ich bin in einer brennenden Bude! Ja, Digga, warum zündest du denn sein Haus an, Alter? What the f***? Alter, Max, nicht dein Ernst, oder? Digga, seine ganze Butze brennt! What the f***, Max? Wie geil, ne? Junge! Max! Du hast es schon wieder angezündet, du Bastard. Was Holy denn? Shit. Mein Haus! Wie, was denn? Was denn? Musst du nicht dein Schild rausholen, Alter? Weg von meinem Haus! Na gut. Also ich wusste echt, dass es Feuerzeuge in diesem Game gibt. Ich sag auch mal, Revis Fundament vom gesamten Haus ist aus Holz. Die Brücke ist aus Holz. Trimax. Ja? Solltest du bei meinem Haus irgendetwas anzünden, dann finde ich heraus, wo du wohnst und dann zünde ich dein Haus in echt an. That's pretty good. Mit dir drin. Rumatra, wir haben ein Beacon. Ja, hab ich schon gesehen. Oh, du weißt, was das ist? Ich dachte, das tauche ich dich mit dem Fachbegriff. Nee, hab ich schon gesehen. Hast du auch versucht, mein Haus niederzubrennen? Schaffst du nämlich nicht. Mein Haus besteht nur aus Stein und Dreck. Es würde auch keinen Sinn, dir dein Haus abzubrennen, weil es ist dir nicht wichtig. Weißt du, was ich meine? Rumatra? Ja? In deinem Haus sind alle Teppiche weggespült worden. Nicht wegen mir. Ich meine, in deinem Unterwasserhaus. Wie? Hast du meine Dachte? Come on, bruh. Hast du dich oben reingebaut oder was? Ich finde das Haus bisher richtig scheiße. Da muss total viel zu finden. Der arme Pizzadieferdienst. Der hat hier eine Bahn. Eine Gratisbahn hat der. Boah, wenn man jetzt hier, wenn man das hier ein Loch reinmachen würde, es würde die ganzen Spülen, es würde die ganzen Schienen wegspülen. Das wäre so nervig. Das wäre schon passiert. Rumatra, doppelte Pimmel hinten drauf. Geil. Ja, Rumatra. Ja, ihr zwei Bots, Ist das hier etwa ein Diamantenblock? Ja, das sind 4 Diamantenblöcke. Wie assi, ich wundere mich, warum wir keine Diamanten haben. Junge, ich hab die Gefahr... Ey! Nein, warte, ich mach doch wieder hin, alles gut, warte. Ja, ich weiß, aber ich hab da mit Absicht hinten eigentlich einen Diamantenblock, einfach nur um für den Flex, weißt du, was ich meine? Man sieht ihn nicht, aber er ist da. Sieht man das? Nö. Ah, guck mal, hier ist jetzt ein Wald unter... Ja, genau. Das finde ich schon mal zum Beispiel nice. Das hast du echt richtig gut gebaut. Aber ganz rein theoretisch, würde es super schlimm sein, wenn man jetzt hier ein Glasding kaputt macht? Nein. Du würdest es einfach wieder zustopfen und es geht. Wenn einmal Wasser raus ist, kein Problem. Ja. Du hast so viele Diamanten. Okay. Ja, hast du auch Geheimkisten? Ich habe gestern ein Projekt gemacht und zwar habe ich mich in eine Mine gebaut und dann 3 Stunden lang nur gerade ausgebuddelt. Scheiß Projekt. Junge, ich hatte 1000 Zuschauer durchgehen. Die haben es gefeiert, wie ich habe es gerade ausgebuddelt. Was halt super nervig ist, wenn man halt hier unten jetzt, wie gesagt, ein Loch halt in das Ding hier reinmacht. Hier, in das Dach. Ja, das wäre super nervig. Das ist halt super nervig, Max. Das wäre so scheiße, Max. Nein, aber stopp mal ganz kurz. Wir müssen übrigens Revi noch hinrichten, weil er hat meine Elytra zerstört. Hey, das warst du doch selber, hast du eben gesagt. Revi hat mir eine brutale Falle gestellt. Oh mein Gott, Max, komm mal her. Bauen wir den Block hier ab. Guck, Max, die Deckenblöcke hier sind sehr, sehr gefährlich. Ich bin sehr sicher alles. Mit den Deckenblöcken musst du aufpassen, Max, ne? Denk dran. Da müssen wir echt aufpassen. Du machst noch einmal ein Feuer hin, ich töte dich. Könntest du Rumatra für ein paar Minuten blocken und mich alleine in seinem Haus lassen? Ey, nicht mich angreifen, was denn? Du musst ihn nur ein bisschen blocken. Rumatra. Nicht den Garten! Nicht den Garten! Nicht den Garten! Mach es schnell wieder aus! Schnell, mach's aus! Du musst doch deinen Baum löschen! Lösch doch deinen Baum! Ich lösche dich, Alter. Hör sofort auf! Hör auf! Hör auf sofort! Ja, ich bin Mann. Feuerteufel! Warum machst du das denn, Junge? Feuerteufel-Angriff! Aber er brennt und ich verteidige nur! Ist das ein... Ich bin tot! Ich war Level 138! Ja! Junge, ich lebe für diesen Moment! Was gibt es noch für Sachen zu erledigen hier in unserem Survival? Und was gibt es noch für Mods, die wir allgemein in Minecraft spielen? Ja, wir könnten eigentlich mit Skyblock mal anfangen demnächst. Also das würde ich jetzt Skyblock nicht Hypixel, sondern Skyblock Standard, Modded Skyblock.
Modded heißt? Das, was Spark hat auch mal vorgeschlagen, irgendein Skyblock hier, wo man am Ende auch gerade Pumpkraftwerk gebaut aber hat. Aber da muss ich ehrlich sagen, no hate an Spark, aber wenn wir ihn dabei haben, dann ist es nur halb so lustig, weil Spark halt übertrieben gut drin ist und wir als ich auch gar nicht. Und das macht es dann umso interessanter für uns, weil sonst macht er uns alles, weißt du? Und dann sind wir in 20 Minuten damit durch. Das wäre langweilig, fände ich. Nichts gegen Spark so. Ja, ich weiß, was du meinst. Wäre halt in dem Kontext einfach. Dabei zu haben, manchmal nicht. Wir müssten eigentlich noch eine Woodland Mansion machen. Hier sagen viele, Hexit ist geil. Was soll das sein? Ja, das ist das. Genau, das ist sowas. Hexit ist mit so einem Zaubermod-Pack. Das wird dir nicht so gefallen. Das Technische ist, glaube ich, schon doch eher deins. Technisch ist geiler. Dann sind wir hiermit durch mit dem Projekt. Wir haben eigentlich einen Großteil haben wir gemacht. Klar, wir können auch riesige Bauprojekte und sowas machen. Aber du bist ja so voll der Farmen-Typ, ne? Ja, da bin ich echt der Typ für. Er will einfach keine Häuser bauen. Wir haben Enderdrachen gelegt, wir haben Wither gelegt. Wir haben einen Beacon. Ja, eigentlich, was noch fehlen würde, wäre halt Woodland-Menschen. Aber ansonsten... Hey, was soll das? Romatra, was soll das? Romatra, ich war Level 2. Ja, Mann, der Wasserhaus brennt ab, ich weiß. Whatever, Alter. Whatever. Wir sind hier eh durch. Also wollen wir jetzt hier die letzte Folge callen? Ist das die letzte Folge? Ja, das ist das Ende. Oder? Das ist das Ende. Wir haben den Wither-Skeleton-Man besiegt. Den Wither-Skeleton. Wir haben den Ender-Dragon. Ich würde gerne wissen, warum dieses Lama hier die ganze Zeit rotzt. Romatra hat meine XP-Farm kaputt gemacht. Das stimmt Alter. Nicht. Das ist eine Lüge. Wie assi! Ich würde niemals deine XP-Farm kaputt machen. Alter, Romatra, das ist die einzige funktionierende XP-Farm. What? Die war so nice. Das tut mir so leid, Max. Das war ich nicht. Das ist aus Versehen passiert. Ich weiß nicht, meine... Das ist meine funktional Hand. Wichtig fürs Team. Null. Er hat alles gegrieft. Romatra! Romatra, hör auf jetzt! Hör auf, hallo! Ich war das auch gar nicht. Guckt's euch an. Alter, ich bin im Creative Mode, was kann ich machen? Fliegen. Also, ich würde sagen, dass das hier echt ein sehr schöner Abschluss ist, oder? Ja. Wir würden uns dann jetzt eventuell gleich mal einen Skyblock machen. Da hätte ich eigentlich Bock drauf. Es ist halt... Romatra. Romatra, Oh Gott. Oh Gott. Komm, alles klar, Leute, dann würde ich sagen, ist das hier das Ende dieses wunderbaren Projekts und wir grinden es gleich direkt mal in... Tech-Hit rein. Wie kann man das jetzt weg mit dir bringen? Mach mal. Warte, ich muss euch von außen anschauen. Guck ihn dir an. Guck ihn dir an. Leute, das war's auf jeden Fall von diesem wunderschönen Projekt. Leckeres Ende. Max, bist du blöd? Ja, das muss richtig seine Fresse zu. Also. Oh mein Gott. Fortner zackt und wir quitten jetzt. Da ist er, Alter. Okay. Kann einer von euch den Eisbären ablenken und ich töte das Junge? Nein, 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 Digga, nein, Holz, komm. Okay, hast du schon deine Silk Appeal Touch? Boah, Alter, ballert diese Autobahn geil durch, Junge. Oh, ich bin gleich tot. Romanza, bist du echt da? Bist du echt da? Trimax hat 4 Herzen Schaden von einem Kaktus bekommen. Ja! Piss dich in die Schlucht. Ja, also ich kann es dir zeigen, das geht. Alter, kannst du mit der Musik aufhören? Und der Liebesprozess wird alsbald verzogen und es wird ein Kind entstehen. Katze! Achtung! Boom! Pass auf! Kannst du trotzdem noch meine Sachen rufen dann wenigstens, bevor die spawnen? Alter! Bist du eine Missgeburt, Alter! Alter, Revi, das ist scheiße! Wie kann man so scheiße sein? guck mal, wie er sagt. Ist gleich down. Boom, Junge! Oh, Mann! Nein, ich hab meine Farm zerstört! Ja! What? Ist das die Explosion so riesig? Ja, Leute, das war auf jeden Fall, glaube ich, ein saftiges, passendes Ende für unser Minecraft-Projekt an der Stelle. Das gibt auf jeden Fall eine Menge Likes. Alter, ich hab so Bock auf die ganzen anderen Projekte, ne? Erzähl's mir doch. Junge, also es war auf jeden Fall echt ein würdevolles Ende für dieses Projekt, kann man nicht anders sagen. Oh Max, nee, Alter! Oh Max, Junge, ja, nee! Nein, das ist nicht so, wie du denkst. Tu es! Wie es aussieht, wie du eine Treppe da hochgebaut hast, quasi. Oh Max, das ist so unnötig, Alter, wirklich. Ach komm. Unnötig. Ist unnötig. Ja, ist unnötig. Oh, das war ich nicht! Romatra! Na, guck mal, wo ich bin. Nein, ich hab meinen Hund getötet! Nein! Holy shit! Ey, ich war's wirklich nicht! Ich hab meinen Hund getötet! Das war, also wirklich, ich wollte eigentlich nur ein bisschen pranken!
uns. Ja, Leute, das war's auf jeden Fall von diesem wunderschönen Minecraft-Pack von uns. Ich glaube, wir sind hier durch an dem Standpunkt jetzt Alter, hier. Das ist halt insane, ne, dass das jetzt alles so kaputt ist. Es gibt keine Backups, Leute. Alles, was wir jetzt kaputt machen, ist Backup für immer gelöscht. Hast du echt nichts, Marcel? Alter, die Eisenfarm, echt jetzt? Geil, Alter, geil. Ist alles wirklich weg für immer und ewig? Ja. Nein, es gibt doch ein Backup. Safe. Ich glaube nicht, dass es ein Backup gibt. Ich will ja nichts sagen, Serena, ja? Aber es gibt kein Backup. Es gibt kein Backup, Leute. Es gibt Real Talk kein Backup. Es gibt kein Backup, Leute. Let's go. Scheiße, ich bin Malfa. Alles kaputt, Alter. Ja. Seid ihr Max, ich könnte mal einen Blick nach hinten zu deiner XP-Farm werfen, Max. Seid ihr ready? Für was? Für einen kleinen Fun-Fact. Es gibt kein Backup, es ist no joke. Es ist kein Joke, es gibt wirklich keins. Doch, safe gibt's ein Backup. Max, ich schwöre es Junge, dir, es gibt keins. Junge, das ist doch dein eigener Server. Ja, aber wir haben keine erstellt, weil ich es nie angesagt habe, dass wir welche machen sollen. Also gibt's keine. Marcel hat nichts gemacht. Marcel, du hast keine Backups gemacht, richtig? Nein, ich habe keine Backups gemacht. Er hat keine Backups gemacht. Hier ist der Seed einmal zu sehen. Ihr könnt euch jetzt hier auch ein bisschen austoben. Kleiner Fun-Fact. Ja. Gebäude sind kaputt gegangen. Ja? Mein Bunker ist ein Bunker und ist immun gegen Explosionen. Deswegen brauche ja, ich Bunker. So, Max. Auf richtig Wiedersehen. Cool. Alter, wie Assen, Mann. Oh no. Nicht die Kühe, da hört's auf. Das ist halt. Die haben ihr ganzes Leben lang in Massentierhaltung verbracht. Das geht jetzt nicht. Nicht die Kühe. Oh no! Das hört mir zu. Also, wir haben folgende Möglichkeiten, ja? Es gibt immer noch Sky. Sky ist auf der 1.710. Crafting Dead ist so Überlebensding. So Walking Dead mäßig. Texit ist auf der 1.12.2. Und ja, Alter. Das Ding ist, Texit macht wenig Sinn, weil da nicht so viel drin ist. Du bist der Minecraft-Experte. Leute, was sollen wir spielen? Wie heißt nochmal mit der Rake, wo man so... Ist das Ex Nihilo gewesen? Ex Nihilo? Safe? Ja, safe. Das ist er. Okay. Ich habe ein Modpad gefunden, Leute. Marcel? Ja. Davon brauchen wir einen Server von dem Modpack. Sky Factory dann auf der 1.12. Also ich hätte halt gerne Skyblock Welt mit. Oh hier! Was haben wir denn hin? Was haben wir denn im Classic Pack drin? Doch, ist drin. Okay, wir nehmen Sky Factory 3. Sky Factory 3 ist ein Classic, Sky Factory 4 soll nicht so gut sein. Setzt du unseren Server mit Sky Factory 4 auf? Habt ihr beide den Twitch Launcher, Trimax und Romatra? Twitch Launcher?